Im Münchner Norden liegt unsere. Ja, hallo, herzlich willkommen zum VfR TV. Ich darf begrüßen Matti. Hi. Hi, schön, servus. Dass du Zeit hast. Gerne. Wochenende 5-1 gewonnen. Selber ein paar Minuten gespielt. Kannst du uns aber ein bisschen kurz vom Spiel erzählen, weil gerade die erste Minute, da saß der ein oder andere Zuschauer noch nicht, was da los war? Ja, die ersten Minuten waren wir auch überrascht auf der Bank. Ja, das ist ja in der ersten Minute ein Tor gesehen, ist nicht das Beste, um ein Spiel zu anfangen. Aber ja, ich glaube, dass wir haben in der ersten Halbzeit nach dem Gegentor super reagiert, hatten auch viele Chancen und haben das 1-1 gemacht in der Halbzeit. Und in der zweiten Halbzeit haben wir unsere Qualität gezeigt. Bevor wir auf die Qualität eingehen, was hat Daniel gesagt? Er war bestimmt nicht gerade erfreut in der Halbzeit, oder? Nee, also in der Halbzeit war da schon enttäuscht, aber hat auch gesagt, dass ja, jetzt stand 1-1 Männer und wir können das Spiel jetzt gewinnen und wir haben das am Ende des Tages gemacht. Am Ende des Tages hast auch du eins gemacht und zwar 10 Minuten stand es auf dem Platz, gefühlt vielleicht 3-4 Kontakte und dann das Tor gemacht. Kannst du uns das Tor kurz schildern? Ja, Eisi hat den Ball einfach quer gespielt zu mir. Ich stand an der Mittellinie, hat 40 Meter Sprint gemacht und hat den Ball ins Tor geschossen. Ich bin einfach froh, dass er den Ball in der Mitte gespielt, weil er könnte wahrscheinlich das Tor selber schießen. Und ja, es freut mich schon einfach von der Mannschaft, dass wir haben das Spiel gewonnen, weil ja, wir mussten einfach jedes Wochenende die 3 Punkte holen und ja, war wichtig. Jetzt hast du ja dein erstes Tor für den VfR geschossen. Gibt es irgendwelche Bräuche in der Mannschaft? Musst du jetzt irgendwas spendieren oder wie ist es? Nein, eigentlich nicht. Ja, also ich hoffe nicht, aber nein, glaube ich nicht. Du glaubst, also du weißt es noch nicht hundertprozentig. Nee, ich weiß noch nicht sicher. Ich muss die Jungs dann fragen, aber ich hoffe nicht. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Wir würden uns freuen, wenn du uns erzählst, falls du doch was machen musst. Wir wünschen dir jetzt noch viel Spaß und danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.